Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum ersten Spieltag der Hallenmeisterschaften 2020. Letztes Jahr ist das Format ganz gut angekommen, also schauen wir mal, ob das vielleicht dieses Jahr auch wieder der Fall ist. Es gibt auf jeden Fall ein ziemlich straffes Programm. Die nächsten Tage werden voll davon sein, weil die Winterpause in der Bundesliga eben ultra kurz ist. Aber ja, dafür gibt es jetzt halt jeden Tag Stoff. 24., 25., 26., 27. Ich glaube, ihr könnt selber noch bis 31 zählen. Da kommt dann nämlich auch das Finale. Wird vielleicht ein bisschen viel Stoff sein, aber es gibt auch Kapitelmarken, wenn ihr nicht alles sehen wollt. Und ja, vielleicht schaut ihr einfach mal rein. Ich erkläre kurz das Reglement. Ihr könnt aber auch gerne schon zum ersten Spiel springen, wenn ihr einfach nur Fußball sehen wollt. Ich möchte aber noch dazu sagen, das hier ist alles nicht so ganz ernst gemeint. Die Kommentare sind vielleicht mal ein bisschen flapsiger, mal ein bisschen schlechter vielleicht. Es ist nicht alles so super, mega, ultra, möchte gern professionell aufgezogen wie bei den Bundesliga-Prognosen. Das hier ist einfach nur ein Fun-Projekt. Es geht darum, ein bisschen Hallenfußball zu zocken und die Zeit zu überbrücken. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Und wenn ihr es nicht verstehen könnt, ja, ihr werdet es schon verstehen können. Ihr seid ja alle nicht auf den Kopf gefallen. Also, das Reglement einmal ganz kurz und knapp überschlagen. Es gibt insgesamt 56 Mannschaften. Das heißt, alle Teams der ersten, zweiten und dritten Liga sind dabei. Alle Teams sind aber gleichwertig. Das heißt, Bayern kann genauso gut gegen den MSV Duisburg mit 5-0 verlieren, weil alle eben diese 90er-Wertung haben. Es gibt 16 Gruppen A, 3 Teams. Da kommen wir aber noch nicht ganz auf die 56 Mannschaften, sondern erst auf 48. Das wisst ihr, weil ihr alle so geil in Mathe seid wie ich mit dem Taschenrechner in der Hand. Und es gibt dann noch 2 Gruppen mit jeweils 4 Teams. Wer kommt denn davon jetzt weiter? Es gibt also 18 Gruppen und davon kommen auf jeden Fall alle 18 Tabellenersten weiter. Aus den Vierergruppen, das sind also 2 Vierergruppen, kommen die Zweiten auch weiter. Die haben eben eine größere Konkurrenz, ist ja klar, die haben 3 Spiele, dementsprechend eben auch ja ein bisschen schwieriger dort Zweiter zu werden, deswegen kommen die zweiten Plätze aus der Vierergruppe auch jeweils weiter. Dann gibt es eben noch die 16 Dreiergruppen, da fliegt der Letzte immer raus, ist glaube ich klar, und die Zweiten, die haben dann die Möglichkeit, entweder unter den 8 besten Zweiten der Dreiergruppen zu sein, oder halt unter den 8 schlechtesten. Die 8 besten kommen weiter, also sicher weiter. Und die 8 schlechtesten kommen dann nochmal in die Playoffs. Und da gibt es dann einfach ja 4 Playoff-Spiele, wo sich dann nochmal entscheidet, wer die restlichen Plätze im 16. Finale einnimmt. Die Wertung in der Gruppenphase ist relativ einfach und glaube ich auch selbsterklärend. Als allererstes zählt die Punktzahl. Wer am meisten Punkte hat, der kommt weiter. Wenn das ausgeglichen ist, dann zählt das Torverhältnis. Sollte das auch gleich sein, dann zählen die erzielten Tore als nächstes. Sollte auch das gleich sein, der direkte Vergleich. Und sollte selbst der direkte Vergleich noch das gleiche ergeben, gibt es ein Entscheidungsspiel. Aber das wird sich dann alles eigentlich auch von selbst erklären, gehe ich mal jedenfalls von aus. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das Projekt. Es geht wirklich jetzt ja eine Woche Schlag auf Schlag. Und ansonsten soll es jetzt losgehen. Nehmt das alles nicht so ernst. Zwischendurch habe ich auch ein paar Fails gehabt, was den Kommentaren geht. Ja, aber gehört vielleicht zum heilen Fußball einfach ein bisschen mit dazu. Und wenn ihr es richtig scheiße findet, dann lasst einfach später einen Daumen nach unten da. Ist dann auch in Ordnung. Ja, jetzt soll es aber losgehen. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe eigentlich Bock drauf. Und los geht's. Ansonsten, ach ja, schönen heiligen Abend oder wann ihr auch immer das schaut oder was ihr auch immer feiert. Auf jeden Fall einen wunderbaren Tag und bleibt gesund. Los geht's. Die Hallenmeisterschaft 2020 geht also tatsächlich los. Und zwar mit Leverkusen gegen MSV Duisburg, eine der 2 Gruppen mit 4 Mannschaften. Und Leverkusen, ja, legt hier gut los mit Bender. Der wird ja seine Karriere beenden im Sommer. Schade, schade. Aber dafür bleibt er dann zumindest mal unverletzt. Würde man ihm zumindest mal wünschen. Der MSV Duisburg hier machte groß von sich reden. Vincent Vermey mit dem 1:0. Ein wunderbarer Treffer mit dem Fallrückzieher, wie auch immer man das nennen möchte. Super Annahme, Leverkusen verteidigt das aber auch ganz schlecht. Für Radetzky ist da nicht mehr viel zu halten. Es quietscht, es ist Lars Bender. Patrick Schick wird viel Platz gelassen. Ohne Gegnerdruck ist das dann für ihn auch gar kein Problem. Kühl zu bleiben vor Leo Weinkauf, der hat dann das Nachsehen, weil seine Vordermänner ihn da wirklich ziemlich im Stich lassen. Zweiter Durchgang bei 0-4 Leverkusen, macht hier weiter ganz gut mit. Und Schick dreht das Ding. Doppelpack Patrick Schick
Bender hat hier das Dribbeln für sich gefunden und Weinkauf. Ja, warum steht er eigentlich im Tor? Scheinbar nicht, um Bälle zu halten. Hat zumindest hier nicht geklappt. Ahmed Engin, der kann's auch, aber der kann halt nicht treffen. Das ist das Problem. Hier scheitert er an Radetzky. Knapp über eine Minute noch zu spielen. Baumgartlinger und dann, was ist das für ein Fehler? 3-1, eine Minute vor Schluss war das dann die Entscheidung. Leverkusen gewinnt das Auftaktspiel der Hallenmeisterschaft 2020 mit 3-1 gegen Duisburg. Das zweite Duell aus Gruppe A, es lautet, müssen wir mal drauf schauen, wie lautet es denn eigentlich? Würzburg gegen Dynamo Dresden. Würzburg in Rot, ja, das muss ich eigentlich keinem erklären. Trotzdem, ich erkläre es ihm mal. Ab jetzt auch mit Bande. Also das war ein kleiner Fehler wohl beim ersten Spiel und es zahlt sich für Würzburg erstmal aus. Baumann mit dem 1-0, Dynamo Dresden hier etwas überrascht. Diese beiden Mannschaften werden voraussichtlich im nächsten Jahr die Ligen wieder tauschen. Würzburg geht aktuell runter in Liga 3 und Dresden, ja, wohl wieder hoch. Da läuft es richtig gut in der zweiten Liga. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Aber hier Hosina, der scheitert erstmal. Gute Möglichkeit, die vergibt er. Kurz vor dem Seitenwechsel dann nochmal. Stor, der macht es. Gar kein Problem. Hämmert er rein. Lässt da Fabian Giefer gar keine Möglichkeit. Fabian Giefer jetzt wieder mit dabei. Bei Würzburg spielen in letzter Zeit auch gerne mal Torhüter mit auf dem Feld. Aber hier, ja, stand der Torhüter nur im Tor. Zweiter Durchgang, dann Knipping, der Dribbelkünstler. Hosina, diesmal scheitert er an Giefer wieder mal. Rückgabe dann Giefer mit fußballerischen Problemen. Naja, 18 Sekunden noch. Und Würzburg schnuppert hier nochmal an der Möglichkeit. Sontheimer, wirklich gut angegriffen. 10 Sekunden, dribbelt halt ein bisschen rum und plötzlich wird es nochmal gefährlich. Baumann! 4 Sekunden vor dem Ende schenkt sich Dynamo Dresden nochmal mit schlechter Defensive, schwacher Defensivarbeit, mein Gott, das Ding selbst ein. Es endet mit 2-1 für Würzburg, bitter für Dresden. Die Auftaktniederlage, die kann in dieser Gruppe dann schon mal direkt richtig wehtun. Auftaktspiel dann in Gruppe B zwischen zwei Mannschaften, wie es bei Fußballspielen so möglich und üblich ist. Bayern gegen Zwickau. Gucken wir drauf. Zwickau in Schwarz. Was für ein Auftakt. Etwas über eine halbe Minute gespielt und da steht es dann schon 1-0. Kann man schon mal den Buddhisten machen und in die Knie gehen und beten oder meditieren. Ja, der ist mal ganz eiskalt versenkt. Für Manuel Neuer ist da gar nicht zu halten und es hatte so richtig was hier mit sich, diese Partie. Fallrückzieher König. Ja, kann man dann mal so machen. Da ist der Boateng erstmal halt auch sehen, dann macht er noch den hier. Sehr guter Auftakt für Zwickau und der FC Bayern München, der in diesem Jahr dann den Titel gerne mal gewinnen würde. Der hatte so seine liebe Mühe. Gnabry scheitert an Godinho, doch Jerome Boateng, er kann es auch gut, springt dann auch auf den Zaun. Er betet nicht, aber der Treffer zählt genauso viel. Zweiter Durchgang, der FC Bayern München. Er wollte jetzt unbedingt ausgleichen. Hier ist ja wirklich jeder Punkt Gold wert. Choupo-Moting und Boateng staubt mal wieder ab. In allerfeinster Manier kann er sich zurecht feiern lassen. Einen richtigen Torjäger, der Junge hier im kleinen Feld auf dem Parkett, auf dem Plastikgummi, wie auch immer. Es quietscht auf jeden Fall ganz schön. Und das hatte der FSV Zwickau jetzt erstmal wieder mit Musik in den Ohren. 3-2, die erneute Führung für den FSV Zwickau. Die Bayern wollten jetzt vielleicht etwas zu viel. Neuer dann hier geschlagen. Aber Bayern glaubte nochmal an sich. Weniger als eine halbe Minute noch. Choupo-Moting, schöner Lupfer zu Robert Lewandowski. Und ohne den geht's natürlich nicht. Der muss ja treffen. Wie sollte es anders sein? Macht das 3-3. Das war dann aber auch schlussendlich hier das finale Resultat, endet mit 3-3. Spektakulär war es auf jeden Fall. Die Bayern, ja, vielleicht etwas enttäuscht. Und das zweite Spiel aus der Gruppe B lautet St. Pauli gegen Saarbrücken. Bei St. Pauli läuft es in der Liga mal gar nicht. Da kann man vielleicht mit Hallenfußball den Stress etwas wegwischen, aber so richtig toll war es auch nicht, was Braun-Weiß hier aufs Feld brachte. Und das ist natürlich ein wunderbares Traumtor von Mendler. Da kann sich Lazaro, ja, nochmal genau eine Scheibe von abschneiden. Denn der hier war vielleicht fast noch ein bisschen schöner. Naja,
ungefähr genauso schön. Ich will da nicht urteilen, aber Saarbrücken war auf jeden Fall die deutlich bessere Mannschaft. St. Pauli, das war ja ganz schwach, ganz, ganz schwach. Und hier fällt sogar fast das 0:2. Der FC St. Pauli nach vorne, sehr, sehr unsichtbar. Robin Himmelmann jetzt mal mit einem weiten Schlag. Aber bei Batz landet der Ball dann am Ende ohne große Probleme zwischen den Händen. Zweiter Durchgang, St. Pauli mal, Boris Taschi. Aber er ist eben nicht der Torjäger vor dem Herrn. Der ist der FC Saarbrücken, aber deutlich kaltschnäuziger. Mendler hämmert das Ding rein zum 2:0. Und das war auch die Entscheidung. St. Pauli kam nicht mehr zurück. Auftaktsieg für den ersten FC Saarbrücken. Und der FC St. Pauli, ja, da läuft es genauso wie in der Liga. Ganz, ganz bescheiden. Gruppe C und Leipzig gegen Braunschweig ist ein Duell, das man sich mal anschauen kann, würde ich mal sagen. Leipzig in Blau, Braunschweig in Blau-Gelb und Braunschweig kommt hier gut rein. Ziegele, nicht unbedingt für seine Abschlussstärke bekannt, aber gegen Leipzig will jeder, da darf auch jeder, da schlägt man mal zu. Vorbei an Gulaschi, aber die erste Hälfte noch nicht ganz rum. Dann kam Paulsen, der mit dem Rebound. Ärgerlich für Felix Dornebusch, der ja dann schon geschlagen ist und gegen den Nachschuss nichts mehr anrichten kann. Der zweite Durchgang hatte es jetzt richtig in sich, also schnallen Sie sich lieber an oder halten Sie sich fest. Sörloth, den macht er. 14 Sekunden gespielt, Sörloth, für den es in der Bundesliga noch nicht so richtig gut läuft. Jetzt hier auf Hallenboden vielleicht sein Selbstvertrauen sich zurückgearbeitet oder überhaupt erstmal erarbeitet. Da ist er wieder, Sörloth, Doppelpfosten. Und jedes schlechte Wortspiel verkneife ich mir da. Das ist einfach ein wunderbarer Treffer. Haut den da auch in die Maschen, als gäbe es kein Morgen mehr. Doch der gemeine Löwen-Fan, er musste hier noch nicht so große Sorgen machen. Es war noch genug Zeit und Ziegele hatte da den Doppelpack bei sich. Und auch er geht in die Knie, in die Hocke und ja, betet sich selbst vielleicht an für dieses wunderbare Tor. Würde ich auf jeden Fall verstehen können. Aber Leipzig, boah, Paulsen, Proschwitz, du bist doch kein Verteidiger. Was machst du denn da? Sörloth 4:2. Diese Verteidigung, puh, da muss man schon Angst haben als Trainer. Immerhin nach vorne ging es dann wieder gut ab. Ben Baller, 4:3. Jubeln, das können sie auf jeden Fall alle. Auch das hier wieder ein Beweisstück. Gulaschi wieder geschlagen zum dritten Mal. Über Meccano, ja, der will auch. 5:3. Und wenn sie das Gefühl haben, hier kommen hier fast ja nur die Innenverteidiger zum Schuss, kann ich irgendwie so bestätigen. Also da ging es gut ab in dieser Hinsicht. Es gab 10 Sekunden vor Schluss nochmal den 5:4 Anschlusstreffer von Suleiman Abdullahi. Dem scheint es ja auch auf das kleine Tor besser zu gefallen als auf das große. Aber es blieb dann dabei. Ein spektakulärer Kampf von Braunschweig, der aber nicht mit Punkten belohnt wird. Leipzig gewinnt 5:4. Wolfsburg, Ingolstadt, Sandhausen, eine Gruppe, aus dem Albträume oder wunderschöne Träume gemacht sind. Sie dürfen sich das bei diesen Mannschaften aussuchen. Auf jeden Fall in hellblau gegen weiß agierend der VfL Wolfsburg, der hier Ansprüche stellt, wie in der Liga richtig gut mitzumischen und da ein paar Favoriten hochzunehmen. Sandhausen gehört jetzt nicht unbedingt zum Favoritenkreis. Das sah man dann auch. Maximilian Philipp nach etwas mehr als einer gespielten Minute von Wout Weghorst bedient. 1:0 also für Wolfsburg. Bei Sandhausen, da ist ja die Torwartrotation im Gange. Mal Freisel, mal Wulle. So richtig top läuft es bei beiden nicht. Hier ist Freisel dann wieder zwischen den Pfosten. Darf zum zweiten Mal hinter sich greifen. Oder muss er besser gesagt. 2:0 für Wolfsburg. Der zweite Durchgang gerade erst begonnen und es lief dann gut an für Sandhausen. Nathai bringt 5 Sekunden nach Ligabeginn seine Mannschaft hier zurück ins Spiel, weil Maximilian Philipp auch, was Zweikampf angeht, dringend Nachhilfe gebrauchen könnte. Aber in der Halle, da geht es ja auch eigentlich nur
ums nach vorne spielen. Linzmeier mit dem 2-2-Ausgleich. Leider keine Wiederholung von der Regie. Man kann einfach nicht alles haben. Dafür bekommen wir den nächsten Treffer. Caterruel und Sandhausen dreht dieses Spiel. Was für eine Partie. Und da gibt es sogar noch mal eine Wiederholung spendiert. Also vielen Dank hier an die angeschlossenen Funkhäuser. Oder, ja, wenn das irgendwas damit zu tun hat. Wahrscheinlich nicht. Der VfL Wolfsburg eben war es ganz egal, was ich hier sprachlich verbocke. Sie wollten einfach nochmal zurückschlagen und es gelang ihnen auch. So viel kann ich zugeben. Hier 3-3 von Philipp vorbereitet und dann auch nochmal eine Pirouette. Endet hier spektakulär mit 3-3. Tolles Spiel und kein Verlierer. Auch diese Gruppe hat es durchaus in sich und sie ist gut traditionell besiegt. Das erste Spiel lautete dann Dortmund gegen den SV Darmstadt. Darmstadt in Blau, das muss ich glaube ich auch niemandem erklären. Der BVB, er tut sich in der Bundesliga schwer und hier und hier und hier. Meunier scheitert erstmal an Schuhen. Den kann man gerne mal machen, aber Schuhen eben auch ein guter Keeper, trägt nicht seinen Namen ohne Grund. Erster Durchgang fast abgeschlossen und irgendwie kullert der Ball von Bellingham dann rein. 1-0 für den BVB. Jude Bellingham hat auch das Glück des Tüchtigen. Julian Brandt hier bedient und Schuhen von seiner Hacke kullert er irgendwie über die Linie. Aber immer noch nicht Pause, immer noch nicht Pause. Und da war der BVB aber gedanklich schon auf der anderen Seite. Ja, nicht mit Pike, der hier das 1-1 macht. Zweiter Durchgang, halbe Minute am Laufen. Skarke und Mai. Die Leihgabe des FC Bayern München 2, der hat wohl von dieser Rivalität Dortmund-Bayern auch gehört und den drischt da rein. Da kann Bürki aber komplett zurecht so bedient gucken. Was soll er da machen? Das ist wieder mangelhaft verteidigt. Und Bellingham, der verzaubert einen hier. 2-2, dickes, fettes Brett. Hier werden noch einige nette Tore fallen. So viel kann ich auf jeden Fall versprechen. Nicht unbedingt in dem Spiel, aber in diesem Turnier. Und hier war ja auch noch nicht Schluss. Noch etwas weniger als 50 Sekunden. Und Mai legt nochmal einen auf für Peck mit dem 3-2. Und tatsächlich mit der kleinen Überraschung hier. Das Endresultat lautet 3-2. BVB Vorjahressieger verliert hier zum Auftakt gegen die Lilien mit 3-2. Jo, hier ein kleiner Überblick mit den Tabellen und den Ergebnissen. Jetzt geht's weiter mit der nächsten Gruppe. Geht gut weiter. Union Berlin nimmt es auf mit Hannover 96. Erste Liga gegen zweite Liga. Puh, und so gut wie es bei den Eisernen momentan in der Liga läuft, so ging es auch hier ab. Aboni mit dem 1-0 für Union. Hannover 96 tut sich hier doch schwer. Akaki Gogia setzt nämlich direkt einen drauf. 2-0 und jetzt war doch schon Hannover in Not. Und das hier scheint irgendwie der Lieblingsjubel der Fußballer zu sein. Aber auch das kann man sich nach so einer Hütte durchaus erlauben. Spektakulärer erster Durchgang. Sebastian Griesbeck macht das 3-0. Die Halle tobte hier in Berlin. Ist ja quasi ein Heimspiel für Union und für die Hertha. 3-0, also doch sowas wie ein Heimvorteil, ist ja kaum zu glauben. Hannover 96 hat aber auch einfach schlecht gespielt. Suleimani zumindest mit dem 3-1 und die Hoffnung zurückgekehrt. Zwei Tore zu erzielen auf diesem kleinen Feld ist nicht unmöglich. Trockener, netter Abschluss. Zweiter Durchgang. Suleimani kommt hier erstmal nicht durch. Der erste FC Union Berlin mit dem Gegenangriff. Aboni zu Akaki Gogia. Paff! 4-1. Esser zum vierten Mal überlistet. Der hatte noch ein bisschen Rückenprobleme, Hüftprobleme, auf jeden Fall irgendwas mit dem Körper. Ist jetzt aber wieder zurückgekehrt, Gott sei Dank, konnte hier teilhaben. Aber das hätte er sich vielleicht auch lieber gespart. 5-1. Ganz üble Packung und nochmal Akaki Gogia. Ganz kalte Dusche für Hannover zum Auftakt. Für Union Berlin ist das der Traumstart. 5-1 gewinnen sie hier über den hannoverschen SV. Also,
Stuttgart-Paderborn, das ist ein Duell, das hätte sich letztes Jahr auch keiner träumen können. Da haben sie auch in verschiedenen Ligen gespielt. Paderborn jetzt Zweitligist, Stuttgart Erstligist. Das war letztes Jahr, wie gesagt, komplett andersrum. Aber mittlerweile ist der VfB Stuttgart so gut drauf, dass auch hier eigentlich keine offenen Fragen mehr zu stellen waren. Sasa Kalajdzic mit dem ganz fetten Ausrufezeichen. Aber dann Anstoß der SC Paderborn. Er lässt sich nicht lumpen und spielt auch gut mit. Srebeni mit dem 1:1. Da waren wirklich nur ganz wenige Sekunden dazwischen. Und das Motto dieses Turniers ist tatsächlich: Was ist Defensive? Wir wollen Tore sehen. Und das ist ja auch der richtige Ansatz. Sasa Kalajdzic. Das 2:1 Doppelpack des Riesenstürmers. Ja, und Leopold Singerle, was soll er da machen? Noch nicht Pause. Kaminski, der darf jetzt plötzlich auch mal. Normalerweise auch eher in der Innenverteidigung unterwegs. Da läuft er jetzt zum Jubeln auch wieder hin. Aber wenn man so viel Platz bekommt, dann sogar noch der Roulette-Trick klappt, à la Zinedine Zidane, dann kann man sich wirklich ja alles erlauben. Und im zweiten Durchgang ging es gut weiter. Kalajdzic hatte richtig Spaß. 4:1, saftige Packung, die sich hier der SC Paderborn auch erstmal einverleiben muss. Boah, und war ja noch nicht Schluss, noch 2 Minuten zu spielen. Kalajdzic, Kaminski. Puh. Wenn der doppelt trifft, dann weißt du aus Sicht des SC Paderborn, ja, irgendwas kann hier ja gar nicht so richtig stimmen. Es läuft alles schief, was schief laufen kann. Kaminski aber hat sich hier richtig geil reingehauen. Aber das letzte Tor gebührt dann Koulibaly. 6:1. Das halbe Dutzend ist voll. Da kann man dann auch nochmal feiern mit den Fans, mit dem Zaun. Und Singerle, ja, kann sich nur beschweren. 6:1, das ist wirklich krass. Und der SC Paderborn, puh, da heißt erstmal Wunden lecken angesagt. Gladbach gönnt sich das Duell mit dem SSV Jahn Regensburg im Vereinslied. Heißt es, wir lieben den SSV Jahn und wissen sie auch hier zu überzeugen. Erstmal war Gladbach besser, aber tatsächlich auch mal eine Torchance, ohne dass ein Tor draus entsteht. Gibt es auch bei diesem Turnier, kaum zu glauben, aber war. Auf der anderen Seite Christoph Moritz, nicht der Torjäger vom Dienst, aber das sollte mittlerweile auch mir als Kommentator klar sein. Hier darf eigentlich jeder treffen. Toller Abschluss erst von George, der Kopfball, dann ja, sehr gut. Sommer haut da noch Player um, vielleicht war da auch ein bisschen Frust mit dabei. Geht aber wieder, Player steht auf den Beinen, muss aber mit Embolo hier zuschauen, wie die nächste dicke Möglichkeit anrollt. Sommer mit der tollen Parade. Zweiter Durchgang, es ist vorher in Regensburg. Sie wollten mehr machen, ein Nachlegen, stattdessen aber Embolo mit dem Ausgleich. Auch eine gute Wumme, die er hier rausholt. Und der Ausgleich. Wieder die Fohlen. Player, diesmal Vorbereiter. Thuram dreimal, viermal, fünfmal mit dem Abschluss, kommt nicht durch. Embolo nochmal Thuram. Poch, stark von Meier und bisschen ärgerlich für Markus Thuram. Da müssen wir uns die Debatten, glaube ich, aber auch erstmal sparen, denn es standen andere Spieler hier im Fokus. Brel Embolo zum Beispiel mit dem 2:1. Doppelpack. Auch das kann man machen. Meier da, ja, sieht ein bisschen unbeholfen aus, was er da macht. 15 Sekunden noch zu spielen. 15 Sekunden noch zu spielen, aber genug für Regensburg, um noch einmal zurückzukommen. In Persona Jan George. Tolle Parade von Sommer, dann ist er machtlos. Auch das Spiel hier endet unentschieden. 2:2, ja, 4 Tore, geht so klar. Frankfurt Aue, also da kann man sich doch auch sicherlich auf kräftige Muskelpartie einstellen, aber war das eigentlich so? Frankfurt auf jeden Fall in den goldenen Trikots, auch da kann man immer noch mal drüber nachdenken und Ballas, der will sie zu schön regeln, schiebt das Ding doch einfach ein, Junge, dann macht er doch noch mal so einen Trick und sie vergeben die Möglichkeit. Frankfurt hier also im Glück, dann im Gegenzug Zuba, ja, auch das ist nicht gut. Die Chancenerwertung hier doch eher
mangelhaft. Zweiter Durchgang, ein Dicker, auch der kann dribbeln, der kann's machen und irgendwann muss er doch sitzen. Und wenn's keiner machen will, dann macht's halt Makoto Hasebe, dem ist das egal. Mitte 30, Ende 30, wen juckt's? Kurz vor dem Schluss, dann aber auch Tsuba, der mal Bock hatte zu treffen, 2-0. Relativ souverän gemeistert. Aue hat die Möglichkeiten gehabt, aber eben nicht verwandelt. So endet es hier 2-0 für Frankfurt. Guter Auftakt für die Jungs in Gold. Uerdingen steigt ins Turnier ein und das gegen den FC Augsburg. KFC Uerdingen also hier gegen die Fuggerstädter gefordert. Aber da braucht erstmal jemand eine Dusche. Der Keeper, den ich jetzt namentlich leider nicht erwähnen kann, haut das Ding auf jeden Fall nicht raus. Aber es ist egal, weil Uerdingen das Ganze dann wieder auch gut machen kann. 1-1, also schön hochgenommen und da die Gegenspieler alt aussehen lassen. Finn Bogason gerade nicht gut vom Isländer, aber der zweite Durchgang ging dann auch noch schlechter weiter für den FC Augsburg. Paff, 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 paff und dann ist halt irgendwann drin. 2-1 für Uerdingen. Spiel also gedreht, konnte Augsburg nochmal zurückkommen. Niederlechner, Caligiuri, jo, sie kommen nochmal zurück. Das 2-2. Danach wurde es dann so ein bisschen langweilig. Es gab aber nochmal die Möglichkeit, eine halbe Minute vor dem Ende, Mike Feigenspahn. Ja, und den macht er. Gibt leider auch hier keine Wiederholung. Kein Dank an die Regie, aber Uerdingen gewinnt mit 3-2 gegen Augsburg. Hertha und Türkgücü erfreuen sich momentan nicht unbedingt allergrößter Beliebtheit. Ja, ist ja egal. Hauptsache, es wird Fußball gespielt, es wird Fußball gespielt, es werden Tore geschossen und Türkgücü macht es erstmal besser. Die Hertha knüpft dann die ganz üble Bundesliga-Leistung momentan an. Also schön ist das nicht. Türkgücü mal zwischen Genie und Wahnsinn unterwegs. In der Defensive war es dann wieder mau. Christoph Piontek, der polnische Pistoliero, leider packt er den Jubel nicht aus, sondern klopft sich hier einfach nur auf die Brust. Trotzdem nett ist es auf alle Fälle. Schöner, wuchtiger Abschluss. Aber Türkgücü hier auch nach vorne. Nett, mindestens nett. Und mit nett ist nicht die kleine Schwester von Sie wissen schon gemeint, sondern mit nett ist wirklich nett gemeint. 2-1 also für Türkgücü, zweiter Durchgang. Die Hertha, die hatte echt Probleme hier. Sliskovic, Schwolo mit der Parade. Und Gegenangriff, Gegenangriff, Torunariga. Boah, nochmal Torunariga, mach ihn doch rein. Wird sich da jetzt, ja, jeder denken. Halbe Minute noch, halbe Minute noch. Türkgücü nochmal. Stange, 3-1. Und dann war Feierabend. Die Hertha unterliegt Türkgücü mit 3-1. Unter dem Strich auch verdient. Schlechte Leistung, wie vom Kommentatorenplatz auch abgeliefert. Türkgücü also vollkommen verdient hier. Der Sieger. Zwischenergebnisse. Hoffenheim und Mannheim, da denkt man ja, die haben ja eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Ja, doch, hatte Hopp nicht mal Lust, irgendwie in Mannheim zu investieren, aber die hatten da nicht so Bock. Naja, wo ist eigentlich der Impfstoff, Dietmar? Auch egal, wir wollen Fußball gucken und wir bekommen Fußball. Boyamba mit dem 1-0 für den Waldhof, nett von Verlat vorgelegt über die rechte Außenbahn. Bei Hoffenheim sieht das Ganze dann eher wieder aus wie in der Bundesliga, auch wenn man zuletzt mal gegen Gladbach ja gewinnen konnte. Jetzt wird's schöner. Posch. Kader Rabeck scheitert und weiter 0-1. Zweiter Durchgang. Ansatz von Boyamba zum Fallrückzieher wird ihm aber nicht so richtig gegönnt. Es geht in die andere Richtung. Kader Rabeck.
und geklärt. Auch diese Szene ging also wirklich hin und her. Es gab durchaus Möglichkeiten, hier noch mehr Tore zu erzielen. Jetzt blieb es erstmal bei diesem lapidaren 0-1, bis dann Posch nochmal einen hatte. 1-1, Ausgleichstreffer. Gegen so eine Ordnung kann man sich dann auch mal gegen den Zaun schmeißen. Bartels greift hinter sich. Gab es hier noch den Lucky Punch, da bringt sich Verlata mit Bartels selbst so ein bisschen in Bedrängnis. Die letzte Aktion gehörte Mannheim, aber Baumann mit der guten Parade. Und so bleibt es dann beim 1-1 für beide okay, aber toll irgendwie auch nicht. Zwei neue deutsche Mannschaften hier, Lübeck und Bremen, in der Gruppe und die durften dann auch direkt mal antreten. Heidenheim sonst noch dabei, aber die kommen erst am zweiten Spieltag zum Zuge. Der VfB Lübeck, ja, er setzte Bremen hier sehr, sehr gut unter Druck. Das hätte gerade schon die Führung sein können. Und sie machten weiter. Und Hopsch hatte dann auch diesmal das Fußglück. Werder, die sich in der Liga momentan gut gesammelt haben. Hier sah es eher ein bisschen schwach aus. Vor allem hinten sah es wieder schlimm aus mit unter 0-2. Schnell ausgeführter Freistoß. Ja, was heißt Freistoß? Der geht da einfach durch, dribbelt ein paar Mal rum und vorbei an Pavlenka. Noch nicht ganz Pause. Nochmal Hopsch, nochmal Hopsch. Eine Sekunde vor dem Seitenwechsel, damit 0-3 in Rückstand zu gehen, ist auch nicht unbedingt die beste Ausgangslage, wenn man hier nochmal zurückkommen will. Also das Duell der Nordlichter oder zweier Nordlichter hier ging erstmal an den VfB. Was konnte Werder Bremen noch dagegen setzen? In den anthrazitfarbenen Trikots noch nicht so viel. Stattdessen die Möglichkeit fürs 4-0 wird aber hier verwehrt von Woltemade und dem Aluminium. Gab aber nochmal Möglichkeiten, hier noch ein paar Treffer zu sehen. Das 3-0 aber doch schon ein relativ gutes Polster. Benjamina Härtner scheitert und verpasst mit dem 4-0 die endgültige Entscheidung. Es kam nicht mehr so viel von Werder, kam eigentlich gar nicht mehr. Härtner nochmal, dass es 0-3 hier nur ausgeht, ist dann Glück gewesen am Ende für den SVW. Ist aber trotzdem ja eher suboptimal, dieser Auftakt. Wir gehen langsam so auf die Zielgerade zu des ersten Spieltags, aber es gibt noch einiges. Freiburg gegen Meppen, eins dieser Spiele, die noch mit dabei sind. Meppen in Gelb sieht ein bisschen aus wie McDonald's, gibt natürlich auch sowas wie Burger King, wir wollen keine Werbung machen, aber irgendwie erinnert es doch schon daran. Freiburg in Schwarz und Weiß und Grau und irgendeiner Mischung, aber irgendwann muss der Ball halt auch rein. Hat nicht geklappt. Zweiter Durchgang, vielleicht wurde es jetzt besser. Rama, Waldet Rama, legt lieber nochmal zurück zu Domaschke. Weiter Schlag, Parade Müller, Szene noch heiß, Szene noch heiß, Szene nicht mehr heiß. Demirovic klärt. Trotzdem, guter Auftakt des zweiten Durchgangs. Rama, Waldet Rama zu FZF. Und jetzt das 1-0 für Meppen. Da sah Freiburg alt aus. Nicht gut verteidigt. Schön auf Fort vorgeführt, dieser Angriff, und dann eben das 1-0. Petersen, aber vorwärts, ja, da geht doch immer was, da muss doch immer was gehen. Demirovic, da geht doch was, da geht doch was. Gulde, 1-1. Ja, Schlusspunkt auch in dieser Partie. Danach kam nicht mehr, für Freiburg ist das dann wohl in Ordnung. Meppen, ja, da wäre doch schon tatsächlich mehr drin gewesen als dieses 1-1. Der erste Spieltag muss tatsächlich ohne den Hamburger SV auskommen. Dafür Unterhaching gegen den ersten FC Köln auch nicht das schlechteste Spiel. Fuchs, Fuchs. Oh, der zweite muss doch sitzen, aber es war noch nicht ganz vorbei, diese Szene. Fuchs nochmal, Hasenhüttl, den kennen wir doch, den Namen. Wenn Sie Unterhaching-Fan sind, kennen Sie den sowieso. Ansonsten auch Ralf Hasenhüttl, ein bekannter Hasenhüttl. Ansonsten der erste FC Köln in Gelb doch eher limitiert im Spiel nach vorne, wurde jetzt aber zumindest so ein bisschen besser. Abschluss Wolf, Abschluss Eziboué, Parade aber von Mantel, der Wortwitz hier, den lasse ich auch lieber auf der Straße liegen. Zweiter Durchgang dann, Spielvereinigung Unterhaching
wieder mit Hasenhüttl. Hier nett, sehr nett, sehr, sehr nett, aber tolle Parade auch von Horn. Reagiert er gut und verhindert den Rückstand. Spiel auf Messers Schneide. Noch kein Tor hier in der Halle. Das ist Mau und Fuchs. Der hatte dann auch was dagegen und macht das 1:0. Nicht mehr viel Zeit also für die Geißböcke, das hier auszugleichen. Knappe halbe Minute noch. Skiri, Elias Skiri. Schöner Pass zu Wolf. 1:1 mit 27 Sekunden auf der Uhr. Die große Schlussoffensive wurde dann aber nicht mehr anposaunt. Es blieb auch hier beim 1:1. Ist in Ordnung, aber vom Hocker wurde man auch nicht gerissen. Die drittletzte Gruppe, Bielefeld gegen Bayern 2. Ja, BB und Bochum ist auch noch dabei. Bielefeld in Müllmann, Müllfrau Grau. Grau, orange. Die erste Möglichkeit gehörte dann auch den Bielefeldern. Anderthalb Minuten schon vorüber. Jetzt mal Bayern 2 mit Kühn. Mit Kühn kommt aber gegen Amos Pieper nicht durch. Der macht den guten Job, treibt dann den Gegenangriff an. Vogelsammer. Aber aufgepasst von Ron Torben Hoffmann. Danach geschieht nichts mehr. Halbe Minute noch zu spielen im ersten Durchgang. Nochmal Bielefeld. Nochmal Bielefeld kommt aber nicht durch, weil Kühn den Gegenangriff einleitet. Lorenz. Unvermögen in dieser Szene, aber natürlich auch Gegnerdruck. Muss man nicht machen, kann man aber. Bielefeld machte es besser in Person Marcel Hartl mit dem 1:0 Führungstreffer dann in der zweiten Halbzeit schon. Doch etwas ärgerlich für Bayern 2, hatten sie sich aber aufgrund der Chancenverwertung auch selbst zuzuschreiben. Gab es nochmal was? Bielefeld dem zweiten näher, Hartl. Hoffmann nochmal mit der Parade. Die Zielgerade in Sicht. Und langsam wird sie auch angelaufen. Bayern nochmal, Kühn. Aber Ortega mit der Parade 1:0. Ach, so wenig Tore, aber Bielefeld wird es egal sein. Da wären wir dann nochmal in der vorletzten Gruppe. Diesmal mit dem 1. FSV Mainz 05 und dem 1. FC Kaiserslautern. Erstaunlich viele goldene Trikots hier am Start. Scheint ein bisschen Glück zu bringen. Mainz mit dem 1:0. Super Treffer im Abstaubermodus wird der dann verwertet. Der 1. FC Kaiserslautern also früh im Rückstand. Aber früher Rückstand heißt auch viel Zeit, um das aufzuholen. Und das wurde durch Heino dann erstmal verwirklicht. Sauberer, guter, trockener Abschluss. Da geht Zentner vorher schon in die Knie. Muss auch nicht unbedingt sein. Trotzdem schwer zu halten, dieser Ball. Allemal. Doch Stöger hatte da nochmal einen. Kevin Stöger, da klingelt's auch in den Ohren mancher hartgesottener Fußballfans. Und es kann auch manchmal wehtun. 2:1 also für Mainz. Der zweite Durchgang er brauchte zum Anlaufen. Und das ist in der Halle immer schlecht. Stöger, diesmal scheitert er aber, verpasst das 3:1 und damit die Vorentscheidung. Trotzdem gab direkt nochmal die Möglichkeit. Niakate mit der Hacke zu Burkhardt. Weiter Ball, Stöger, Nachschuss, Hack nicht gerade gut. Aftus Bahic leitet nochmal an. Heino. Und es gab noch ein 2:2. Gözütük mit dem Ausgleich und dem Endresultat. Der 1. FSV Mainz 05 bekommt die Führung nicht über die Zeit und kann sich damit kräftig in den Allerwertesten beißen. Zwischenergebnisse, 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 Zwischenergebnisse. Last but not least die Gruppe R oder Q, ich weiß es gar nicht. Schalke gegen Magdeburg auf jeden Fall das Duell, das wir uns mal angucken. Magdeburg macht hier ordentlich Dampf und ging dann nach 17 Sekunden auch in Führung durch Bitroff. Das 1:0 für den 1. FC Magdeburg. So richtig groß fiel die Jubelei jetzt hier nicht aus, aber der Treffer zählt und Skripski stemmt die Hände in die Hüften.
Und es ging gut weiter. Brünker mit dem 0:2 gar. Der FC Schalke 04 hatte heute mal auf die grünen Alternativtrikots zugegriffen. Also das war kein gutes Omen. Glück hat es wirklich nicht gebracht. Und Magdeburg machte es weiterhin richtig gut. Brünker quergelegt zu Bertram. Scheitert aber an Fährmann. Den hat er gut gehalten. Da kann man nichts sagen. 1,5 Minuten noch ungefähr auf der Uhr. Gibt ja hier keine Nachspielzeit, also auch keine Zeitspiele. Das war ganz gut. Matondo, der hier mit dem dritten Tor das 2-1 hätte markieren können. Aber etwas glücklos. Langsam lief die Zeit davon. Suazerda zu Matondo letztendlich. Behrens aber nochmal mit einer tollen Parade. Und dann blieb es beim 2:0. Schalke verliert zum Auftakt und zum Abschluss des ersten Spieltags mit 0:2. Jo, hier seht ihr dann auch nochmal dieses Zwischenergebnis. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es gefallen hat. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, ihr wisst, das Programm ist straff. Morgen kommt der zweite Spieltag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Adios.